Wo geht's denn hin? Nach Amsterdam. 10 Tage quasi ohne Hotelkosten. Hey, Billy! Zum Kaufmarkt. Hier sieht man den Sirup. Oh, schmeckt doch gut. Welches besser? Welche Soße? Samurai-Gutschaft. Wir haben alles gepackt und können jetzt los. Wir mussten sogar noch ein Fahrrad kaufen hier, weil da, wo wir hinfahren, gibt es nur ein Fahrrad. Und in Amsterdam brauchen wir ja ein Fahrrad. Wir haben es hier drin. Ziemlich herbstlich geworden in Deutschland. Häuslich. Ja, kommt schon wieder gutes Wetter. Hier ist jetzt echt richtig kalt morgens. Nach 150 Metern rechts abbiegen auf Lange Vogelstraat. Die Nummer 1. 1. Kommst du hier raus? Ich denke nicht. Billy. Billy. Hi. Hey, Billy. Hey. Wie war's denn dein Käfig? Hi. Ja, freust du dich? Wir haben ja noch gar nicht erzählt, warum wir überhaupt in Amsterdam sind und 10 Tage quasi ohne Hotelkosten hier bleiben können. Ihr habt ja schon den Billy kennengelernt. Sag Hallo Billy. Wir haben die Möglichkeit gekriegt, weil wir auf Trusted House Sitters ein House-Sitting bekommen haben. Für 10 Tage mal wieder. Das ist einfach echt eine coole Möglichkeit, sich mal um Hunde zu kümmern und in einer sehr schönen Wohnung in Amsterdam leben zu können. Das hier ist das Erdgeschoss. Mit einem kleinen Bad. Echt klein. Aber alles da. Ein kleiner Backyard. Hi. Gibt es noch ein zweites Stockwerk? Mit einem Waschbecken, Waschmaschine, einem Bett, Workspace. Hier bleiben wir jetzt, wie gesagt, 10 Tage. Wir können Amsterdam noch ein bisschen erkunden. Unsere erste Nacht mit Billy ist rum und heute ist Fütterungszeit. Und da Billy ja ein Beagle ist, die fressen ziemlich viel und die würden auch nie aufhören zu essen, muss man ein bisschen das Futter verstecken, dass sie ein bisschen spielen können und nicht einfach alles in sich reinschlingen. Deswegen haben wir gedacht, nehmen wir so ein Handtuch. Ja. Langsam. Wickeln das wie eine Zigarre auf. So einen leichten Knoten drauf. Und dann schauen wir mal, was er damit macht. Ah, das ging schnell. Er hat auch gar keine eigene Futterschüssel, also er wird immer so gefüttert. Hey, die Caro mag die Tüte. Billy! No! Willst du hier sowas? Was ist das? Willst du das? Willst du das? Sieht so aus, als würdest du das mögen. Billy! Stop! Stop! No! 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 Wait! There. Ja, und wenn wir mal nicht auf Billy aufpassen müssen mit dem Gassi gehen oder den füttern, dann haben wir auch mal Zeit in die Stadt zu gehen. Und das machen wir jetzt auch. Heute ist auch ziemlich frisch, wir sind gut eingepackt. Herbstlich hier in Amsterdam. Ja, 16 Grad oder so und kalter Wind. Und
Und wir gehen jetzt mal zur Metro und fahren zum Markt und wollen auch noch was essen. Auf zum Kaufmarket. Heißt das überhaupt so? Albert Kauf. Ja? Ja. Was ist denn? Ja, ich sag Kauf. Das ist der wahrscheinlich bekannteste Markt in Amsterdam und ich glaube, der ist auch fast immer geöffnet, jeden Tag. Gerade festgestellt, dass wir, beziehungsweise Caro, Minussaldo hat. Minus 79 Cent. Das ist natürlich schlecht. Saldo aufladen, 5 Euro. Cool. Jetzt mal mein Bargeld. Vorführeffekt. Ja, direkt aus der Metro raus. Wenn man den richtigen Ausgang wählt, kommt man auf den Markt. Das sieht so aus. Hier gibt es, glaube ich, alles. Ja, hier echt Handyhüllen, Taschen, Blumen. Oh, Räucherstäbchen. Hm. Ah, hier vorne gibt es Fisch. Riecht aber gut. Ja, das ist der Hering. Jede Menge Taschen wieder. Da vorne gibt es Käse, vielleicht kann man was probieren. Eine große Strohwaffe, eine frische. Ja, das ist ja haben auch wir mal hier gegessen und die war richtig gut. Ja, das ist auch, glaube ich, die bekannteste Strohwaffe. Die gibt es da vorne, oder? Hier gibt es Strohwaffe. Das war nicht aber der Original. Nee. Das ist die Fischabteilung. Was gibt's da? Der lebt? Der lebt noch. Also frischer geht's nicht. 6 Euro. 6 Euro. Mhm. Für einen Krebs. Filet zwischen 2 und 4. Gut, prima. Also jede Menge Stände. Riesenauswahl. Alles frisch. Oh. Nüsse. Die Holländer lieben Nüsse in allen Varianten. Also der Markt ist bestimmt 2 Kilometer lang, ne? Ja. Chicken. Da kommt noch mehr Chicken. Best Chicken auf Amsterdam. So, wir haben den Strohwaffelstand gefunden, Rudis. Ah, hier ist schon gut was los. Schlange hier extra mit Absperrband. It's already the lowest price in the city. In the center you pay 11 euros for one. Hello. Hi. Hello. Can I get one original, please? Yes. Thank you. Enjoy. Thanks. There you go. One original. Thank you. Hier sieht man den Sirup, wie er rausläuft. Aber das heißt, dass ich das Maul verbrenne. Ist warm, ja. Yum, yum. Ich will mich nur verbrennen. Sauen. Oh, da fällt schon das erste Stück. Oh, schmeckt auch gut. Mhm. Ja? Mhm. Wirklich. Anders als Die gekauften im Supermarkt. Ja. Ja. Try. Mmh. Knusprig. Knusprig, aber weich. Ja, schon. Frisch ist schon richtig geil. Ja, es lohnt sich. Es schmeckt ein bisschen nach Zimt, oder? Es klebt ein bisschen. Ja, echt muss gut. So bei Karamell. Ja. Kurz verloren, wieder gefunden. Wir haben noch ein Blümchen gefunden. The last forever. Yes, that's good. Unlike, unlike the real ones. Thank you. Thank you, Val. It's going to be 2 years. Ja, der Markt ist wahrscheinlich der bekannteste, aber der ist definitiv auch bei den Holländern sehr beliebt. Also den Nachtisch haben wir ja schon, aber jetzt müssen wir noch das Hauptgericht essen. Und ein bisschen anders vielleicht. Und wir müssen noch 20 Minuten da hingehen. Deshalb ein bisschen Gas geben.
Hier sieht man, dass Amsterdam eigentlich komplett auf Sumpf-Sandboden gebaut ist. Auf einer Stadtführung hat man uns erzählt, dass ja die ganze Stadt auf so Holzstelzen gebaut ist. Und ich glaube, wir sind auch hier unter dem Meeresspiegel, oder Phil? 4 Meter. 4, 5 Meter unter dem Meeresspiegel. Wir sind jetzt in der Utrechtstraat. Das ist eine der schönsten meiner Meinung nach. Mit den ganzen Lädchen und Häusern. Aber Verkehr muss man immer ein bisschen aufpassen. Hier überall schöne Blumen und Kanäle. Wir sind jetzt am Rembrandtplein. Erkennt man dieser neu aufgestellten Statue und dieser alten Statue vom Rembrandt. Ziemlich touristischer Platz, überall Bars und Cafés und ein schönes Heineken-Fass. Also das ist die Bierlieferung, die hier ankommt. Amsterdam ist ja bekannt auch für die Haken, die immer in den Häusern sind. Das sieht man hier. Und jetzt sieht man hier, wofür die sind, nämlich für umzuziehen. Weil die Treppenhäuser sind alle so klein und so eng, dass sie eigentlich alles durch die Fenster reinschieben. Ja. Auch ihre Sofas und so. Also musst du immer erst gucken, wie groß darf mein Sofa sein, dass das Fenster passt. Wir haben es geschafft. Wir wollen nämlich Pommes essen. Hier gibt es einige Läden in Amsterdam, ist klar. Aber die hier haben wir schon öfter mal ausprobiert, weil die haben die besten Soßen. 28 verschiedene Soßen, oder was? Mhm. Wow. Yes. Saté sauce and Sans Mayonnaise. And Sans Mayonnaise. 5 Euros, please. Okay, das ging schnell. Ja, mega schnell. Was hast du nochmal? Saté sauce, also Erdnusssoße und Sans Mayonnaise. Ah. Das ist genau, was das ist. Und ich habe Knoblauchsoße und Samurai-Soße. Samurai ist ein bisschen mit Chili-Mayonnaise, sowas in der Art, gell? Welches besser, meine Soße? Samurai ist gut scharf. Mhm. Ja, sehr gut. Wie ist dein Fazit bislang? Also wir haben jetzt in den letzten Wochen einige Fritz gegessen. Hier sind definitiv die Soßen am besten. Also wir haben gerade überlegt, die Fritten, die sind eigentlich, kriegt man ziemlich oft ziemlich gut. Aber die Soße hier, die ist so erdnussig. Also wer so Erdnussbutter oder Erdnuss gerne mag, die ist mega gut. Du findest deine auch ziemlich gut, oder? Ja, die ist schön scharf, also da ist nicht am Chili gespart. Ja, genau, also so hatte ich die auch in Erinnerung. Rundfahrt hier. Und er hat auch gerade gesagt, guckt euch mal das Pferd hier an. Wie schafft es das Pferd, auf zwei Beinen zu stehen? Auf zwei linken Beinen. Manche wissen das, die Amsterdam kennen. Fahrradtour hier gesehen. Ich hoffe, da ist noch Platz, weil die Cafés in Amsterdam sind immer relativ klein. Wo warst du? Ich war noch Saft holen. Birne, Mango, Minze. Geh mal rein. Ich habe keine Ahnung, ob da noch Platz drin ist. Oh. Nee. Okay. Hier ist voll. Wir wollen ja eh nur schnell einen Kaffee, aber das gibt keinen hier. Das scheint ziemlich beliebt zu sein. Komm, komm, komm. Hi. Hi. Do we have only to go? Yes. Ah, laut. Hier gibt's nur Kaffee to go. Wir suchen weiter. Haben's jetzt geschafft. Kaffee gefunden. Espresso Bar. Bagel und Espresso. Cheers. Gucken, wie das ist. Ah, und die Sonne kommt raus. Ah, Sonnenbrille vergessen. Jetzt genießen wir hier noch ein bisschen den Blick auf die Straße.
Und dann müssen wir ja wieder heim, ne? zum Billy. Ich habe mir noch ein paar Postkarten gekauft. Datenschutz. Dann wollen wir die jetzt einwerfen. Hey. Niklas. Hier. Billy ist übrigens der erste Hund, von dem ich weiß, der gerne Karotten isst. Stimmt's, Billy? Eine halbe gibt's. Billy kriegt einmal am Tag eine halbe Karotte. Gell, Billy? Ja. Ess die aber bitte im Flur. Hier, Billy. 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 Billy, hier. Hier. Oder willst du raus? Sollen wir mal spazieren gehen? Ja, wir gehen gleich mal. Okay. Ja, ist zum Glück nicht weit bis zum Wald oder bis zum nächsten Park. 5 Minuten. Und schon ist man in der Natur. Hier, wenn der Billy denn mal mitkommt, weil der riecht an allem Möglichen. So, machen wir dich mal los. Dann kannst du mal freilaufen hier. Schon zu Walks immer aus. Zum Glück regnet es gerade nicht, weil dann hat Billy auch keine Lust zu gehen. Noch die letzten Stunden zusammen genießen und morgen geht es für uns ja dann wieder nach Hause, nach Deutschland. Wir haben es echt genossen, in so einem kleinen Haus in Amsterdam Nord zu wohnen. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Das ist echt eine gute Gelegenheit, wenn man Tiere mag. Natürlich hat man auch eine gewisse Verantwortung, aber man kriegt ja auch was zurück von dem Tier und macht echt Spaß. Gell, Billy?